herzlich willkommen zurück in der verdrehten Welt von Robert, unserem kleinen Helden hier. Was macht er denn gerade? Das ist ja süß. Wenn man den irgendwie länger nicht mehr anpackt oder ihm Befehle gibt, dann macht er irgendwas. Das kenne ich ja eigentlich nur aus anderen Spielen, nicht aus Adventure-Spielen, aber hier finde ich das ja sehr süß. Vor allem, weil es sehr aufwendig ist. Diese ganzen Sachen, die wurden ja per Hand gemalt. Hier, alles, was man hier sieht. Guck mal an. Den Gehstock habe ich noch gar nicht gesehen. Naja, jedenfalls alles, was man hier sieht, müsste eigentlich alles per Hand animiert sein. Hier, guck mal. Was zur Hölle? Er hat erst irgendwie mit den Daumen was gemacht und dann ist er also der Handfledermaus gemacht. Detze, der ist glücklich. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Aber dieser Gehstock, der ist ja interessant. Gucken wir uns hier mal an. Oh, ein Gehstock. Hm. Er ist aus Stein. Hm, kein Wunder, dass der alte Asposa nicht entkommen ist. Wieso, weil er aus Stein war? Niemals. Der alte Asposa hat drei Beine. Das sind eins mehr als du, lieber Robert. Damit wäre er viel schneller als du. Kann man ihn denn, Ich sollte ihn lieber an mich nehmen, bevor ihn noch jemand klaut. Hoffentlich kippt er um. Ah, David, ich dachte, vielleicht kippt der Asposa jetzt um. Ich sehe schon, ich habe wieder eine viel zu böse Fantasie. So, und jetzt haben wir einen Gehstock. Das ist aber ein dünner Gehstock. Sollte das etwa... Brauchen wir denn gar nicht mehr die Nägel hier? Ich bin ja der großen Vermutung immer gewesen, dass wir hier... Mal sehen, da drin liegt ein Kissen, ein halbes Glas Gurken und ein paar Nägel. Ach, ich wünschte, ich hätte so ein schönes Zimmer im Palast. Aber Conroy sagt... So, das kennen wir schon. Aber hier die Nägel, dachte ich immer, das wären das Ding. Aber vielleicht ist es ja der Gehstock. Aber spitz scheint der nicht zu sein. Naja, probieren geht über studieren. Ich nehme nochmal einen Schluck von meiner... Na, was glaubt ihr, was ich hier gerade trinke? Richtig. Eine Orangenlimonade. Wie, was? Wer hat was von Litschi gesagt? Ich doch nicht. So. Können wir dem jetzt hier einfach so geben? Wird es damit funktionieren? Ich denke schon. Sehr interessante Nadel. Was genau ist denn das? Die sieht ja aus wie ein Gehstock. Ja, witzig, nicht? Hauptsache, ihr könnt damit arbeiten. Wenn das ein Gehstock wäre, könnte jetzt irgendein kranker Asposa nicht mehr laufen. Die Frage ist nur, ob man damit stricken kann. Ich meine, es sieht wirklich aus wie ein Gehstock. Es ist eine Stricknadel. Na gut, es wird auf jeden Fall funktionieren. So, nun habe ich alles für dein Leibchen. Yeah! Der Virtuose am Werk. Und weg. Bitte sehr. Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Na, toll. Vielen Dank. Das Baby wird sich freuen. Keine Ursache. Ach, wenn ich mir nur vorstelle, wie so ein kleines Wesen darin herumstrampelt, wird mir ganz warm ums Herz. Ja, danke. Ihr habt mir sehr geholfen. Kannst du mir ein Baby besorgen? Was? Wieso? Ich bin hier echt einsam. Wie wär's mit einem Hund? Nein, ich werde euch sicherlich nicht den... Eine Topfpflanze? Ich werde jetzt gehen. Ach komm, so ein bisschen was können wir dem komischen, gruseligen Schneider noch geben. Ach, der wollte ein Baby haben. Wir können ja ein bisschen Lavaströmer geben. Übrigens ist mir aufgefallen, irgendwie ist was falsch an diesem Gefängnis. Es hat nämlich keine Tür. So sieht es nämlich aus. Wo soll er denn ausbrechen, wenn es keine Tür hat? So, also dieser Gehstock... war tatsächlich die Nadel. Ist ja unglaublich. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nichts anderes mehr zu tun, als dieses Leibchen aus Erdbeergarn zu übergeben. Ein Leibchen aus Erdbeergarn. Das Baby wird sehr erfreut sein. Tja, so sieht's aus. Ich habe es geschafft. Ein Leibchen aus echtem Erdbeergarn. Die kleine Conroy wird es jetzt schön warm haben. Meine Güte, das war ein Scherz. Hast du jetzt wirklich ein Leibchen aus Erdbeergarn gestrickt? Ich fass es nicht. Wenn ich Gold gesagt hätte, hättest du dann Gold besorgt? Mist, ich hätte Gold sagen sollen. Aber das Baby hat doch darauf bestanden. Es ist ein Baby. Es kennt den Unterschied zwischen seinem Zeh und seiner Nase nicht. Wo finde ich denn jetzt Laura? Die Straße runter ist das Mechata. Versuch es mal dort. Versuchen? Ich dachte, ihr wüsstet ganz genau, wo ich...
Hey, ich konnte ja nicht ahnen, dass du tatsächlich Erdbeergarn anschleppst. Sie wird schon da sein. Geh sie lieber schnell suchen, bevor sie wieder abhaut. Okay, danke. Im Mechata also. Ich hätte sagen sollen, dass das Baby ein Haus braucht. Ich hätte Haus sagen sollen. Na, die Lady war ja mal wieder typisch deutsch, muss wow. ich mal sagen. Wie schön. Das hier ist also der Ort der Kunst und... Oh, ich glaube, das Stück fängt an. Toll. Geil. Ein Stück. Super. Das ist der kleine Finus. Hallo, Finus. Zusammen mit seinen Eltern lebte er ein genügsames und glückliches Leben. Hallo, Eltern. Jeden Tag gingen sie zum Windbrunnen, um die Götter mit einer kleinen Gabe milde zu stimmen. Doch Hallo, eines Tages waren Finus' Eltern der Meinung, dass sie keine Gaben entbehren könnten. Das mögen die Windgötter aber gar nicht. Tja, kleiner Finus, deinen Eltern war es offenbar nicht so wichtig, dich aufwachsen zu sehen. Damit es dem kleinen Finus nicht so ergeht wie seinen Eltern, muss er auf Conroy hören. Der Weiseste unter den Asposern hat nämlich jede Menge gute Tipps und Ratschläge, wie man sich mit den Windgöttern gutstellen kann. Jeden Tag beten hilft. Auch sehen es die Basilen gerne, wenn ihr Volk bescheiden lebt und keine Ansprüche stellt. Und nicht die kleinen Gaben vergessen. Machen auch sie es wie Finus. Leben sie so, wie es den Göttern gefällt. Und fragen sie sich im Zweifelsfall einfach, was würde Conroy tun? Das war spannend. Moment mal, auf der Bühne liegen ja Federn. Also den Geschmack von Robert habe ich ja nicht ganz. Was Unterhaltung anbelangt. Federn. Das kann nur eins bedeuten. Entweder die Taubendiebin ist hier irgendwo, oder hier ist jemand mit einer Taubenfederboa gestolpert. Wahrscheinlich über die Ritzen hier im Boden. Unverschämtheit. Ja, so, jetzt sind wir im Theater. Und schon auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Jetzt gehe ich mal hier nach vorne. Liebes Publikum, ich bin Robert und habe von nichts eine Ahnung. Aber ich stolper mal einfach durch meine verkehrte Welt, denn irgendwie lenkt mich ein großer, allwissender Gott. Das bin natürlich ich, ne? Falls ihr es nicht gerafft habt. So, wollen wir jetzt nochmal hier bei dem Kescher zwischen die Ritzen gucken? Ne, erstmal gucken wir uns an, was wir überhaupt hier angucken können. Hier haben wir was. Bühne. Ja, Bühne. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Ha! Da, guck an! Ja, den gleichen Wortschmiss drauf wie ich. Ist ja Wahnsinn. Ich kann sie benutzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Plötzlich habe ich Lust, auf meiner Nase Flöte zu spielen und dabei zu singen und zu tanzen. Na, Gott sei Dank ist es die Nase, mein lieber Robert, und nicht irgendwas anderes, wo du jetzt plötzlich was drauf spielen willst und dann singen und tanzen, ne? Federspur. Federn. Sehr rätselhaft. Die sind bestimmt von der diebischen Taube. Von der Taube oder direkt von Laura. Könnte ja sein. Ich nehme sie auch mal mit. Ich habe schon eine Feder. Was? Du willst keine Feder mehr mitnehmen? Aber vielleicht riecht sie nach Laura. Na gut. Ich bin aber jetzt nicht mehr so creepy. Ich gucke nochmal an. Da hinten ist auch noch was. Und da können wir wieder weggehen. Falltür. Wer hätte das gedacht? Diese Ritzen im Boden sehen nach einer Tür aus. Ja, dann, wie wär's? Ich bekomme diese Falltür so nicht auf. Wer hätte das gedacht? Wäre auch zu schön gewesen. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn jetzt einfach die Tür aufgegangen wäre in einem Point-and-Click-Adventure. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, ich glaube es auch nicht geglaubt. Komm, wir gehen mal wieder zurück und schauen uns nochmal im Saal um. Haha, ein Pult mit verschiedenen Farben. Das kann nur gut sein. Ein Logengast. Das ist der Stammkunde, der hat die Theater-Flatrate gebucht. Eine Loge. Da oben dürfen nur die einflussreichsten Asposa Platz nehmen. Momentan scheint da ein Obdachloser zu wohnen. Vielleicht ist das ein einflussreicher Obdachloser, wer weiß. Ich lasse ihn lieber schlafen. Was? Ich will mich mit dem unterhalten. Er hat bestimmt tolle Geschichten zu erzählen. Ich frage mich eigentlich, wie hier das Wetter aussieht. Ich meine, wir sind ja in einer nach innen gewölbten Kugel. Ob es da auch verschiedene Wettersachen gibt und ob es Regen gibt?
Sehr mysteriös. Vielleicht kriegen wir das noch raus. Ein Schaltpult. Ja. Was war denn das gerade für eine Handbewegung, bitte, lieber Robert? Jetzt bin ich aber gespannt. Hui! Das ist ja cool. Wie weiterspielen? Achso. Kulissenart mit Rad einstellen. Boah, das ist ja cool jetzt. Achtung! Zack! Haha! Und zack! Okay. Das ist ja toll. Gucken wir erstmal einmal ganz kurz alle an. Das ist genau das, was wir auch gesehen haben im Endeffekt. Juhu! So, was können wir jetzt hier noch einstellen? Ah. Kommen da jetzt andere Sachen? Ah, okay, verstehe. Crazy. Und hier. Aha. Jetzt haben wir tatsächlich hier andere Leute auch im Vordergrund. Das ist ja sehr verwirrend. Was haben wir hier noch? Ah ja. Da könnte man eigentlich... Oh yeah, Disco. So, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt hier wieder umschalte? Und das hier auch noch dazu packe. Ah, cool. Das kann man... Oh. Oh. Nanu, was war das denn? Ich glaube, ich habe schon das Rätsel gelöst. Dabei wollte ich das doch gar nicht. Es tut mir leid. Dann gucke ich doch direkt mal zur Bühne. Vor allem müsste jetzt ja alles da stehen. Da ist er. Unser Robert. Die Falltür. Diese Ritzen im Boden. Nein, das wollte ich nicht, sondern... Ich bekomme diese Falltür so... Dammit! Ja, aber irgendwas ist doch da passiert. Jetzt bin ich aber sehr verwundert. So, Schaltpult benutzen. So, jetzt nochmal das hier. Nanu, was war das denn? Habt ihr schon eine Vermutung? Irgendwas muss das doch mit der Falltür zu tun haben. Alles rot. Wo war denn jetzt nochmal der eigentliche hier, dieser hier? Nee, das war der große. Den hier wollte ich mal verändern. Wieder zurück. Die Falltür ist auf jeden Fall nach wie vor geschlossen. So, das machen wir mal zu. Und das hier war auf welcher Position? Auf der hier, glaube ich. So. Könnte da fast eigentlich eine neue Geschichte draus erzählen. Nur komme ich jetzt leider nicht so schnell von einem Bild zum anderen. Sonst, und ich kenne vor allen Dingen die Bilder nicht, sonst würde ich das jetzt auch gerne machen. Es war einmal ein kleiner Junge. Der war ganz erstaunt, weil nämlich ein fahrender Zauberer in sein Dorf kam und er hatte einen glühenden Zeigefinger. Das freute ihn wahnsinnig. Seine Eltern freute das auch wahnsinnig, denn normalerweise war der kleine Junge nur ganz depressiv zu Hause und spielte mit seinem komischen Müllwagen, der einen Propeller hinten dran hatte. Da waren sie alle weg. Aber ich weiß noch nicht immer so genau, also irgendwas guckt hier auch raus, habe ich so das Gefühl.
Ich mache jetzt nochmal das, was dazu geführt hat, dass die... dass diese Maschine irgendwie komisch klang. So, das hier war auf jeden Fall anwesend. Und soweit ich das erinnere, müssen die hier auch gewesen sein. Ne, nicht die hier, sondern eher hier. So. Aber jetzt alleine passiert noch nichts. Sondern erst, wenn ich ihn dazu hole, glaube ich. Das macht ja gar keinen Sinn. Was war denn das jetzt? Oh, verdammt, jetzt hatte ich es auch vorhin schon. Jetzt habe ich es wieder verloren. Wahrscheinlich muss ich noch einen richtigen Hintergrund dazu packen. So. Nee. Leute, da weiß ich noch nicht so genau Bescheid. Ich muss jetzt erst nochmal gucken. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo anders noch Hinweise oder so. Ah, hier ist noch ein Drehbuch. Was soll der damit? Das wäre doch mal was. Ah, da steht, wie das Stück abläuft. Conroy, unser Beschützer. Mhm. Das kennen wir. Das kennen wir auch. Das haben wir alle schon gesehen. Was bedeutet das hier? Das ist interessant. Können wir da vielleicht die Kritzelei... Hier hat jemand was reingekritzelt. Unfassbar. Hier hat jemand was rein... Okay. What? Da war es schon zu Ende? Also, es war eigentlich nur... Der einzige Hinweis war bei dem Ding. Ich glaube, alles andere war so, wie man es kennt. Gut, dann wollen wir jetzt mal gucken. Halt, nochmal das Schaltboot benutzen, bitte. Conroy. Hier. Auf die 3. So, das, guckt euch das an. Hier sieht das irgendwie so aus, als wären die aneinander geklatscht worden. Jetzt gehe ich mal raus und auf die Bühne. So. Schneller, Robert! Wieder hinauf! Auf die Bühne und jetzt machen wir mal den Daumen runter. Ich war das nicht. Was ist gerade passiert? Hier, könntest du mit dir selber mal High Five geben. Geheimgang. Das wird ja total spannend. Nein! Die Spannung steigt und hiermit verabschiede ich mich für diese Folge. Bis dahin. Tschüss.